Probleme da, haben die Leute Vorfahrt. Radfahrer auch. Sieht Fußgänger, Radfahrer, immer gucken, nichts im Spiegel. Umziehen, Ampel stehen lassen dabei. Ja. Den Radfahrer lassen wir auch noch sein. Komisch. Au! Fahrräder mit Anhänger. Eine Kindergartentante. Einfahrt. Was will ich im Bahn Penner? Bei den Pennern. Entschuldigung, aber da ging es glaube ich nur links rum. NVP, Nationale Volkspartei. Was geht ab hier? Nordvorpommern. Die Volkspartei. Nee. Mal aufpassen, dass da kein Fahrradfahrer sind, weil ich jetzt auf dem Radweg über muss. Neben mir sehe gerade hier ist auch ein VW, wo er rausgeht. Die Kupfer wird ein bisschen schlimmer. Ja, genau. Gehen wir Spurwechsel machen. Ne? Irgendwann kracht's. Das ist NVB. Das ein Sonderkennzeichen. Das eine von der Sorte? Nee. Dann wäre das L dazwischen nicht. Dann wäre drei Buchstaben und drei oder vier Zahlen. So wie zum Beispiel bei den Bullen Nordrhein-Westfalen 6. 633 zum Beispiel. Das ist echt gut. Ich könnte ja jetzt noch mal den Muskeln spielen lassen und meine 450 Pferdchen rauslassen. 14,5 Kilometer der Straße folgen. Okay. Von der Wolke. Was macht der Bus da eigentlich? Was machen die Busse eigentlich hier? Weitermachen, als ich eigentlich bin. Wisst ihr? Ich komme nämlich überall durch.
Es geht auch mit der Brechstange. Ich habe doch kein Problem damit. Ja. Oh, da hat's gekracht, ja? Da steht ein Auto auf dem Gehweg. Abgebinden. Mit Bindemittel, also. Hier, Ölbindemittel. Hier mein Weihnachtselch. Das ist ein Audi gewesen. Was ist denn das für ein komischer Hund? Boff. Mops ist es nicht. Was sitzt denn der dort? So ein Hündchen möchte ich auch haben. Das ist ja niedlich. Ja, das war mein Audi. Dafür werden die Kisten von DHL benutzt. Ach, sieh mal eine an, jetzt weiß ich, wofür die Kisten da sind. Ich habe mich immer gewundert, wofür sind eigentlich die gelben Kisten da? Da kommen nicht etwa die Briefe und Pakete rein. Nein, da setzen sich die Postboten drauf. Zum Chillen. Natürlich. So Dinger haben wir auch noch da rumliegen. Schlecht, da kann man Schrauben und alles mögliche rein tun, wenn man Auto zerlegt. Man muss ja Getriebe und Motorschrauben muss man ja voneinander trennen, ja, dass man das Ding am Schluss, wenn man es zusammenbaut, falsch zusammenbaut. Voilà. Oh, das funktioniert. Die eine will rechts abbiegen und die anderen wollen geradeaus, oder wie sehe ich das? Und ich will geradeaus. Und wenn ihr mich nicht überlasst, dann naja. Ich drück mich schon durch. Ich geht ganz schnell bei mir. Schon Gründe, ne? Falsch gefahren. Ich müsste jetzt eigentlich hier abbiegen. Mache ich aber nicht. Ja. Ich sagte doch, ich drücke mich durch. Ich mache das übrigens immer so. Ich habe kein Gewissen. Das muss man machen in manchen Ortschaften. Ja, das ist so auf diesem Planeten. Wenn du dich nicht auskennst, du musst ein Sau sein. Ein Schwein muss das sein, das ist so ein Sau gemacht. Deine Spur mit deinem Auto, mit deinem Bus, dann habe ich gar keine Probleme. Beziehungsweise dann hast du keine Probleme. Beziehungsweise dann hast du kein 40 Tonnen an der Backe kleben. Weil wenn du auf meine Spur rüberkommst, dann tut das weh. Dir wird es mehr weh tun wie mir. BMW-Fahrer.
hinten, jetzt kannst du ihn fotografieren, weil ich gerade vorbei war. Das ist ja auch nichts Blödes einfallen, Fotograf. Paparazzi. Au, Tourist, meine ich natürlich. Warum haben die ja nicht hier so eine Kurve reingeschnitten? Gemalt. Ein Bochumer X3-Fahrer. Das habe ich schon nie gesehen. BOMB, bumm und weg. Oder wie wär's mit Bums und weg? Ja, ja. Spielplatz. Ach, guck mal, die haben alle Warnwesten an. Ach, wie niedlich. Ach, wie süß. Da ist zwar nicht genug Platz, aber ey. Da ziehen wir durch. Das muss er natürlich hier gerade abbiegen. Biege ich mal schneller ab, komm auf. Ich sag dir doch, ich bin eiskalt. Mir ist das egal. Ich habe eh kein Gewissen. Da muss man das ja schon mit der Angst zu tun kriegen, ne? Ich meine ja nur. Die sind bestimmt schon auf über 50 Jahre verheiratet, die hier rechts laufen. Da trennt ein Ehepaar. Das gibt's heutzutage nicht mehr. 50 Jahre verheiratet, 60 Jahre. Gibt's nicht mehr heutzutage. Kannst du froh sein, dass deine Ehe drei, vier Jahre hält? Länger wird's dann nicht halten wahrscheinlich. Ja gut, okay, die Story, was dir der Pfaffe in der Kirche verzapft, das wird wahrscheinlich auch nicht gerade... Wie in guten wie in schlechten Tagen. Wobei die schlechten wahrscheinlich überwiegen. Da hat er eh die Schnauze voll. Da sagst du, ey, das wird nix. Ne, das wird nix. Und wir lassen uns scheiden. Das wird nix. Punkt. Ja, fertig. Ja, so ist das normal. Garantiert nicht durch. Wollen wir wetten? Ja, wahrscheinlich, weil sie alle auf der Kreuzung stehen bleiben.
es rührt sich davon auch nichts, ne? Achso, die haben Rot. Sehe ich gerade. Das Bild ist ein bisschen ziemlich weiß. Sehe ich gerade. Das normal. Hallo. Für die Kamera. Naja. Hier ist einfach zu viel weiß. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. World War Z. Oder wie? Oder was? Ich werde noch ein Auto drauf und noch ein Auto drauf und noch ein Auto. Ich würde drauf fahren auf die Kreuzung. Haben wir eigentlich noch grün? Ne, wir haben rot. Ich stehe mir übrigens genau auf der Linie. Ich sehe gar nichts. Der LKW ist bei Rotor. Was guckst du denn so, Brillen, Kasper? Frau Dule, wenn wir da im Auto durch Berlin durch. Münchner. Was sagt denn eigentlich die Ampel da drüben? Okay. Immer noch rot. Heute rot und morgen tot. Wohl die Autofahrer sagen, wenn ich Vollgas gebe mit 450 Plättchen. Es ist immer noch rot. Zu zweit werden wir dann nicht durchpassen. Aber hey, passt schon. Taxifahrer, ich würde es mir an der anderen Stelle überlegen, weil ich nämlich jetzt gerade rüber fahre. Genau. Ja. Das hier geht ja noch. Hier kommt man eigentlich relativ zügig durch, aber man muss nochmal in die Innenstadt fahren. Hier. Brandenburger Tor, da ist das reinste Chaos. Da haben sie die Straße gesperrt und man musste außen rumfahren. Zwei Straßen weiter, rechts, dann nochmal rechts, durch eine Einbahnstraße, über die Kreuzung drüber und dann links. Um zu Ikewa. Ikea. Stehen aber ziemlich eng hier. Ne? Ja, werde ich ein bisschen ewig mitnehmen. Alexanderplatz. Ja, ja, glaube ich auch.
gestern einen Spiegel 8 davon ja angeklemmt. Natürlich. Bus kann seinen Spiegel nach vorne einklappen. Rumklappen. Das wäre wieder auch nicht schlecht. Blitzer? Das sind die ersten Blitzer, die ich sehe in dem Kaff. Jetzt musst du ausgerechnet in die Bachblüte rein. Ich hätte mich da vorne verewigt, hier vorne dran. Wäre doch einfacher gewesen. Ja gut, da muss man 10 Meter mehr laufen, ne? Wenn man in die andere Richtung will. Dann läuft man halt mal 10 Meter mehr, oder? Eieieiei. Oh, Opa, was ist los? Vom 14. bis zum 14. Volksfest. Jetzt los. Ich kann nichts dafür, dass das der Opa hier gewesen. Er hat ja auch recht. Muss er nicht die Kreuzung dicht machen. Nicht normal hinstellen, gerade hinstellen, dass er nicht alle paar Meter nach links über muss. Das ist zu viel verlangt, den Arsch einzuziehen, dass du hier ohne Probleme zweispurig vorbeikommen kannst. Dann seid ihr zu blöd dafür. Ein bisschen Hirn anstrengen. Der 6. bis 14.7. Volksfest, also Grabmale. Ja, die werden hier wahrscheinlich auch gebraucht, die Grabmale, ne? Für den Friedhof. Mehr als sonst irgendwo, ist wahrscheinlich. Vielleicht. Wir haben noch 43,5 Kilometer. Hoffentlich ist das richtig, weil ich fahre die 40 Kilometer nicht nochmal zurück.
leider nein. Wollte auch noch machen. Wilmersdorf. Naja, Dresden, Magdeburg, Leipzig, Wilmersdorf, Hamburg, Jakob Kaiserplatz, 400 Meter. Ja, genau. Bleiben wir noch auf der Autobahn hier. Wenn das so ist, das soll eine dritte Spur beim Baumer. Naja. Naja, ich warte lieber nicht. Warten die hinten drauf, hier von Mamas. Hot Mamas. Nein, nicht das pervers. Mamas. Hat sowas Ferkelmäßiges oder was ist das? Ich weiß es ja nicht, ich kenn's ja nicht. Dann was Pornografisches und Mamas. Heiße Mütter. In VW Polos. Okay. Spandau, Biergarten.